Wenn ich den Bewertungen auf Amazon trauen darf, dann ist das hier das beste Survival Bugout Kit der Welt. Und zwar, ich hab's mal einfach geholt und wenn du wissen willst, ob das wirklich so ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du am Überlebensclub-Shop-Kanal dabei bist. Wir wollen uns das ganz einfach anschauen. Da ist es. Boah. Abgesehen davon, dass es ein bisschen stinkt beim Auspacken, da ist es. Das Beste. Angeblich. Tasche schaut einmal grundsätzlich solide aus. Es ist doch relativ schwer, aber es sieht jetzt einmal von außen alles gut aus. Lass es uns öffnen. So ein Teil muss ja was aushalten. So, da ist es nun. Klicki, klacki. So, wie kriege ich das auf jetzt? Ist das auch ein Überlebensgeheimnis? Ah, da ist ein Klett. Ja, Klettverschluss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles, was ich brauche zum Überleben. Ein ursuper Flipper-Messer, das voll super ist. Ja, okay. Also ein Messer. Dann, was habe ich hier? Oh nein, wenn ich gewusst hätte, dass ich das mit dazu bekomme, dann hätte ich zwei gekauft. Und zwar die ultimative Super Axt und Zangenhammer Dingsi Bumsi. Super, wow. Wenn ich das nur sehe, oh, das Überleben wird so einfach werden. Mit einer Tasche auch dazu, dass man es am Gürtel hängen kann. Aber so, dann ein Erste-Hilfe-Set und ein Erste-Hilfe-Set einfach. Dann zwei Pocket Raincoats. Wenn das Rettungsdecken wären, dann würde ich sagen, ja, yeah, aber gut. Dann ein zwei Handschuhe. Okay. Ja, okay, zwei Handschuhe. Handschuhe kann man auch immer gut brauchen. Dann, was haben wir hier noch? Oh yeah, ich bin so gespannt. Eine Rettungsdecke, cool, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Zwei Knicklichter, ein Paracordband. Was ist da drin? Oh, das wird sicher das beste Messer aller Zeiten sein. Ein Taschenmesser, oder? Nein! Oh, ja. Ja, wie kann man draußen überleben ohne Löffel und Messer, Gabeldings? Ja. Das entwickelt sich genauso, wie ich mir das gedacht habe. Dann eine Taschenlampe. Okay. Keine Batterie drin. Gut, soll so sein. Das heißt, ja, okay. Ah, die Batterie ist fix nicht da. Dann ein Anglerset. Schau, wie cool. Wow, da sind die Fische, die werden mal entgegenhüpfen. Dann hier ein Emergency Shelter. Das ist auch wie eine Rettungsdecke, nur eben wie ein A-Frame, also so ein Zelt sozusagen. Und dann natürlich, wie kannst du in den Wald gehen ohne die beste Schaufel aller Zeiten? Yeah, die Schaufel. Ja, gut. Und dann der beste Kompass. Okay, wo ist Norden? Ah, ungefähr stimmt's. Gut, so, Sackerl einstecken. Dann ein Flaschengürtelhalter. Dann ein Karabiner. Dann ein Feuerblasrohr. Auch cool. Dann noch ein Karabiner. Dann eine Drahtsäge, eine Survival-Drahtsäge, das größte Klumpern aller Zeiten, aber gut. Dann eine Pfeife. Ja, das ist cool, das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut. Ernsthaft jetzt. Dann ein Feuerstahl, gut. Und ein, es darf in keinem Überlebenskit fehlen. Wenn du ein Überlebenskit zusammenstellst, dann musst du dir unbedingt so eine wunderbare eine Karte mit dazu nehmen. Also wenn du die Karte, so eine Karte nicht hast, kannst du nicht überleben. Ohne diese Karte, wo alles drauf ist und nichts kann, dann geht das nicht. So, ja, das war's. Das Überleben kann losgehen. Also hier nochmal im Überblick, die coolste Schaufel. Schau dir an, wie super die ist. Ja. Da habe ich schon andere Sachen geschrottet. Dann, das ist so super. Wie gesagt, diese Karte, ohne die darfst du nicht einmal aus dem Haus gehen. Okay, das ist ein Sackerl, das ist mir übrig geblieben. Da werden wir einen Fisch fangen. Hier mitten im Wald wird irgendwo ein Fisch sein. Ja, dann werden wir uns irgendwo herchecken. Dann zwei Karabiner, Paracord essen, damit wir dann den Fisch essen können. Dann eine Lampe und eine Batterie. Dann hier diese Survival Blankets, also die sind echt super. Also von denen
würde ich dir empfehlen, 3, 4 wirklich dabei zu haben. Die sind einfach wirklich, wirklich großartig. Ja, dann so Handschuhe. Ja. Und wie gesagt, Handschuhe sind auch sehr, sehr wichtig. Dann 2 Regenmäntel. Ja, okay. Dann, da ist so eine Anleitung dabei, wie man überlebt. Ja, genau. Licht, ist auch cool. Dann das ist wirklich für einen Hugo, aber gut. Die Pfeife, die wunderbare Pfeife. Die ist cool, ja. Ja, sehr brauchbar. Naja, da war das Klumper drin, dann noch ein Klumper drin. Denn das hier, ich meine, das wirst du nicht brauchen. Und wo ist denn das Mist? Nein, also das ist das Beste. Also dieses Ding hier, auf das freue ich mich wirklich. Auf das freue ich mich. Und dann natürlich ein Survival-Automesser mit Serrated-Klinge und Liner-Lock und einem Aufspringmechanismus. Da ist eine Feder also drin. Schau. Und dann. Yeah, jetzt kann's losgehen! Also das hier ist auf jeden Fall, das ist extrem schwer übrigens, das hier ist die größte Kacke aller Zeiten. Also das da ist wirklich der größte Bimpf-Glimpf. Schau dir das einmal an. Da die Zange, ja, Schas ist das, das ist wirklich, also das ist das Ärgste. Sie haben keinen Becher mit dazu gegeben, um irgendein Wasser aufzubereiten oder einen Filter, auch wenn es ein China-Filter wäre, aber den Kass geben sie mit rein. Schau, wenn ich da drauf hacke, geht dann automatisch dann die Zange auf. Gucken. Ja, überleben. Überleben im Wald, yeah. So ein Schaf, da tut sie überhaupt nichts. Das ist, also das ist die größte Verkackerei. Und das ist, also, okay. Ich zeige ja auch viel Zeug her und man kann sich fragen, brauchen wir Menschen überhaupt so viel Zeug, was wir produzieren? Das mag schon sein, aber das da, das ist einfach nur die größte Kacke aller Zeiten. Das da, das ist nicht einmal Kinderspielzeug. Das ist einfach nur überhaupt nichts. Also das ist, du hackst, dann geht automatisch die Zange auf, dann hängt er der Zangenhammer runter, dann haust er den Zangenhammer drauf auf die Finger, dann hältst du das so und bevor wir dann zum Messer kommen, hier die Schaufel. Ne? Du brauchst unbedingt eine Schaufel zum Überleben da draußen. Ja? Also ohne eine Schaufel kann man einfach nicht überleben, weil da hackt man dann nämlich zum Kacken den Fisch, den man fängt, den man dann nachher mit der mitgelieferten Gabel-Löffel-Messer-Kombination isst. Und dann nachher muss man ja, du weißt schon, das kommt da hinten wieder raus. Und dazu muss man ein Loch graben, unbedingt. Okay, ja gut, okay. Noch einmal. Also ich bin hier nicht extrem böse, sondern... Ich hab's gewusst, dass ich kaputt gemacht. Da ist so ein Ring mit dabei und der ist jetzt verzogen. Also das, nach dem paar Malen ist es kaputt geworden. Noch einmal, ich habe vorher über Müll gesprochen. Das ist Müll. Das zu produzieren hat Energie gekostet. Das hier nach Europa zu bringen hat Energie gekostet und jetzt ist das Ding nach wenigen Schlägen einfach kaputt. Es ist einfach im A. Ja, es ist im A. Ich kann den Schrauber nicht mehr benutzen. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, aber du bist jetzt in einer Überlebenssituation und kannst doch immer graben. Schau, wie gut ich graben kann. Na, geh mal richtige Schaufel rein. Da gibt es so kleine Minischaufeln von unterschiedlichen Qualitätsherstellern. Aber das da ist einfach nur gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Das hat sich jetzt schon verbogen. Das gibt's doch gar nicht. Daher, also das ist wirklich fürchterlich. Echt. Aber nein, die Schaufel ist doch super schön. Das ist ein Kompass, ich hatte das vorher gar nicht gesehen. Ein Kompass und zeigt er nach Norden? Nein, zeigt er nicht. Okay, na dann ist es doch ein Klumpert. Ich habe mir schon gedacht, es ist doch super, wenn der Kompass drauf ist. Nein, also auch das geschrottet. Aber jetzt, das Messer. Wir sind mitten im Wald. Wir haben uns verirrt oder wir sind abgehauen, Bugout-Situation und sind jetzt hier und müssen jetzt hier in diesem Wald auf Waldolapote in Buschkraft der Real, wo es im Tal unten einen Supermarkt gibt, bei uns nämlich im Bioladen, wo man sich diesen wunderbaren coolen Patch holen kann, wenn man hier Gast ist oder war. Aber wir müssen überleben. Und warum brauche ich ein Messer? Erstens einmal, um den Fisch auszunehmen, den ich mit dem wunderbaren Fischerset, das dabei liegt, fange. Und dann,
um Feuer zu machen. Und dazu haben unsere chinesischen Survival-Experten, die das beste Survival-Kit aller Zeiten gemacht haben, das hier gemacht. Damit du mit der Serrated-Klinge diese Teile hier machen kannst, nämlich ganz feine Fasern. Du brauchst nichts können, du brauchst nur einen trockenen Ast nehmen und genau das hier tun. Und dann fallen automatisch 100.000 Späne runter, die du dann mit dem mitgelieferten Feuerstahl zu einem wärmenden Feuer entfachen wirst. Ja! Nämlich mit dem mitgelieferten Feuerstahl in Bear Grylls Gerber. Na, ist fast das Logo sogar drauf. Manier zum. Ja, 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 wunderbar. Achso, da ist ein Kunststoffteil drauf. Warum ist da Kunststoffteil drauf? Soll das Zunder werden? Ja, könnte Brandverstärker sein. Also ernsthaft, Gummi ist nämlich ein guter Brandverstärker. Ja, Funken, ja, Funken, das funktioniert. So, die gebe ich mir auf der Seite. Und jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Wir brauchen dringend ein Feuer. Und dazu nehmen wir diese Serrated-Klinge hier und machen die dazugehörigen. Man braucht gar nichts können. Man macht hier über die Serrated-Klinge genau diese wunderbaren Locken hier. Ja, Locken. Sieh dir das an. Das ist das Beste, was du machen kannst. Locken, Locken, Locken mit den Serrated-Klingen. Ich meine, sie bewegt sich schon. Sie ist nicht mehr ganz so. Da sind die Handschuhe dabei, damit sie nicht reinschneidet. Aber ich meine, das Ergebnis kann sich sehen lassen, das muss man jetzt ernsthaft dazu sagen. Das heißt, da ist wirklich ein chinesischer Survival-Experte mit dabei, der sagt, auf Chinesisch, wie auch immer das geht, ja, weiß ich nicht. Der sagt, ja Leute, wir brauchen diese Serrated-Klinge hier an der Stelle. Nein, 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 keine glatte Klinge. Keine glatte Klinge, so wie bei den Reini Rossmann-Messer, bei dem Bush-Backup-Messer zum Beispiel. Nein, 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 nein. Wir brauchen eine Serrated-Klinge. Und dann? Dann, gut, dann legst du es auf die Seite und nimmst ein richtiges Messer und schneidest das Ganze, schneidest das Ganze hier ab. Ein bisschen billige Eigenwerbung muss ich machen. Also, wie gesagt, unser neuestes Messer, jetzt aktuell hier, das Bush-Backup gibt es auch als Urban-Backup. Aber zurück zum Thema, zurück zum Thema. Und nun werden wir hier die Flamme entzünden. Die hätten dann noch Brandverstärker dazugeben können, wie irgendwelche in chinesisches Öl getränkte Sachen, die es ja auch gibt. Aber nein, das ist nicht dabei. Dafür haben wir ja einen Hammerzange mit dabei. Das liegt aber jetzt nicht an der Ausrüstung, sondern an mir. Komm, 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 komm. Komm, du brennst ein bisschen. Na komm, nicht nur Glosen brennen. Ja, ja, ja. Jetzt ist es wieder ausgegangen. So sitzt du dann wirklich da in der Überlebenssituation, so reißt es dich, ja. Und du arbeitest wie ein. So. Komm, komm, komm. Na komm, Schatzi. Jetzt. Ja, die Flamme ist da. Komm, brenn. Schon alle Leute zu. Ja, wir haben das beste Feuer gemacht mit den Serrated Klinge aus dem chinesischen Survival-Experten-Dingsbums und einer Raubkopie von Bear Grylls Feuerstahl. Yeah, 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 wir sind die Größten. Schnell die Rettungsdecken aufspannen. Schnell die Rettungsdecken aufspannen, sonst müssen wir alle sterben. Wobei ich jetzt wirklich fair sein will und ja, ernsthaft, ich meine, wir machen ein bisschen Spaß, aber ernst auch. Also das ist durchaus in Ordnung. Also der Feuerstahl ist absolut okay, das funktioniert. Das Striker, das Schabelement, das ist wirklich gut. Also da gibt es mal gar nichts zum Sudern. Der hat auch die richtige Größe, weil da muss nicht kein XXL Feuerstahl wie von uns im Shop sein, sondern das reicht für so eine Survival-Situation durchaus. Das da ist in Wahrheit ein Rettungsmesser. Ne? Du hast den Gurtschneider und den Glasbrecher mit dabei. Und das ist eigentlich kein Outdoor Survival irgendwas. Aber mit dieser Serrated Klinge, und damit habe ich jetzt endlich einmal den Beweis, die Serrated Klinge ist eine Chance mit Quasteln, aber zum auf die schnelle Locken machen geht's ganz gut. Das heißt, ich bin ein Gegner von Serrated Klingen. Ja? Du wirst bei mir keine Serrated Klinge finden. Vielleicht in Zukunft bei unserer Marke, wie gesagt, Knives 4. Ja, machen wir das vielleicht einmal. Aber im Großen und Ganzen, um zu schneiden, ist es nichts.
Zumindest nicht im Outdoor-Bereich. Ja. Aber, um einmal zu zeigen, ganz sinnlos ist es auch nicht, wollte mir mal den Spaß geben. Das Messer ist trotzdem nichts. Ja. Das bewegt sich hin und her. Also durch das bisschen Arbeiten, das ich da jetzt gemacht habe, schau mal, wie sich die Klinge hin und her bewegt. Und das ist halt nichts. Soll bedeuten, ich bin in einer echten Überlebenssituation und glaube, ich brauche meinen. Wer kommt in eine echte Überlebenssituation in Österreich oder Deutschland? Egal, ist ein anderes Thema. Aber ich arbeite dann damit und nach dreimal fällt mir die Klinge in die Hand und ich schneide mich. Dann kann ich das Erste-Hilfe-Set benutzen, wo ich mir sicher bin, dass das großartig sein wird, aber egal. Aber das meine ich damit. Wenn du Survival-Ausrüstung dir checken willst, dann kauf Qualität. Dann ist nicht die Masse, ja, da sind 23 Dinge in diesem Paket, sondern ein paar, die müssen nicht teuer sein. Ein Mora-Messer ist auch nicht teuer, aber ist einfach haltbar und verletzt dich damit nicht. Es ist eine bessere Wahl als das hier. Außer natürlich, du willst Locken machen mit der Serrated-Klinge, dann ist wieder was anderes. Aber schauen wir weiter. Kurze Werbeunterbrechung, du könntest dann natürlich auch richtige Messer kaufen, wie den Irbis mit einem Universalfeuerstahlhalter oder einen Beaver, wo man auch Feuerzeuge draufklacken kann, ist natürlich alles miteinander kompatibel. Die gibt es bei uns, das sind unsere Produkte, gebe da unten den Link. Billige Eigenwerbung, ganz einfach, ja. Aber jetzt weiter, wir müssen überleben. Was ich als sehr sinnvolle Ausrüstung ansehe, sind die Teile hier, ja. Handschuhe. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Handschuhe, die die Chinesen da reingegeben haben, und ich meine, der ist sowieso klar, dass dieses Kit ein Spaß ist, ja, und halt einfach einen Phantomschmerz mit Phantomlösungen in den Griff bekommen will, ja. Denn so ein Ding wirst du nicht immer mit dabei haben als Survival-Kit und als Bug-Out-Kit. Soll ich mit dem ganzen Chaos hier, ja, was soll das, ja, das ist eine einmalige Lösung. Lass jetzt mal die Handschuhe, konkret jetzt die da weg, die sind natürlich nichts. Ne? Aber ein paar Handschuhe, Qualitätshandschuhe, empfehle ich dringendst, multifunktional. Wind und Wetter, ich muss Sachen angreifen, muss etwas anpacken, ich habe Schutz, eben Handschuhe gehören mit dazu. Also das finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut. Die Ausführung über das kann man natürlich diskutieren. Und dann haben sie eben so einen Emergency Shelter, ist auch grundsätzlich okay. Dann eine wirkliche Rettungsdecke, die schauen wir uns dann an, und ein Regenponcho. Also der Regenponcho, ich kenne die. Die sind natürlich der letzte Schmafu. Soll bedeuten, wenn du wirklich in einen echten Regenguss kommst und mit diesem Plastiksackerl hier unterwegs bist, ich meine, es gibt andere Plastiksackerln auch, ja. Also wir haben zum Beispiel auch Regenponchos, die Plastiksackerln sind. Also dass man unter einem Regenponcho sowieso Feuchtigkeit hat, ja, das ist ganz klar. Aber das hier, ich meine, das ist ein Plastiksackerl. Das ist das, wenn ich in den Supermarkt gehe und Weintrauben einkaufe, die ja dann in ein Plastiksackerl gegeben werden müssen, damit dort diese, ja, das ist dasselbe. Das ist gar nichts. Da kommst einmal an und machst diesen Riss hier. Ja, das ist gar nichts. Und jetzt schau dir diesen Wald da an, allein da hinter mir ein paar Äste. Du gehst da einmal vorbei und hängst dran. Und dann reißt du das auf und dann kommt die Feuchtigkeit erst recht rein. Also das ist einfach gar nichts. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist besser als nichts. Ja, aber dann sage ich dir gleich eines, wenn du wandern bist oder draußen bist, dann hab Kleidung dabei, die wasserfest ist, dann brauchst du das nicht. Ja, oder du hast in deinem Rucksack ohnehin immer ein vernünftiges Regenkleidung mit dabei, und wenn du dir ein Bug-Out-Bag machst, weil du sagst, du musst dann irgendwo hinflüchten, jetzt zu Fuß oder auch wenn es da eine Organisation gibt, die dich mit Bussen in die Gegend herumbringt, da stehst du dann auch irgendwo im Nirgendwo mal herum, wie man die Fluchtbewegungen der Vergangenheit uns jetzt anschauen oder auch der Gegenwart, ja, dann ist das hier auch nichts. Das ist einfach nichts. Das ist nichts. Dann hast du sowieso in deinem Bag eine richtige Lösung mit dabei. Also das hier ist einfach nur das hast du an, wenn du ein Haus baust oder eine Wohnung renovierst oder so. Und da gebohrt wird, ich meine, abgesehen davon, dass du bis hierher sowieso einmal nass wirst. Ja? Gut. Ja? Aber gut, es heißt drum, ja. Ist für chinesische Hände gemacht. Ja? Ja? Ist nichts für mich. Ja? Und ich bin auch noch ein Bladerwicht, wie man so schön sagt. Ja, also gut, ja, so. Aber sei es drum. Ja?
Das ist etwas, um ein bisschen Staub abzuhalten, damit deine Kleidung du dann nachher nicht auswerfen musst. Aber mehr ist es nicht. Ja? Wie gesagt, ich weiß, besser als nichts, aber vergiss es. Ja, dann die Rettungsdecke. Auch hier würde ich dir empfehlen, etwas zu kaufen, also die liebe ich. Da habe ich schon oft Video drüber gemacht und auch in unseren Überlebenstrainings ist das hier ein ganz zentraler Bestandteil, weil das multifunktional ist und eine Rettungsdecke ist einfach ein Hammer. Jetzt schauen wir uns an, ob die überhaupt das kann. Ja, die passt. Ja, das passt alles. Das ist das Einzige. Das ist cool, das ist wirklich cool. Das hält die Wärme bei dir, also es reflektiert das, es hat keine Isolationswirkung, aber ist einfach eine großartige Sache, um warm zu bleiben. Es gibt nichts Besseres. Kauf dir da 3-4 davon für einen Notfall und fertig. Und wenn du dir ein Bug-Out-Bag magst, dann kauf dir einen Schlafsack. Ja, ernsthaft, kauf dir einen Schlafsack. Du wirst ja nicht mit sowas hier herumlaufen, das ist ja keine Lösung. Das ist, einmal kann ich das benutzen, einmal und dann ist das zerknudelt. Das ist nichts. Vergiss das. Ja? Also das hier ist wirklich, wirklich, wirklich für Überlebensnotfälle genau das Richtige. Pack da 3-4 in den Rucksack ein und gut ist. Und dann hier dieses Zelt. Dieses Zelt ist natürlich auch aus genau demselben Material gemacht wie die Rettungsdecke und das ist cool. Bei dem Zelt haben wir folgendes Thema, ich werde es nicht aufmachen, aus Ressourcen sparen nämlich. Das werden wir bei einem Überlebenstraining nämlich benutzen. Da zeigen wir die manchmal her. Und zwar, was ist das? Es ist andersrum. Was muss eine Not- oder was muss eine Unterkunft, wenn wir da jetzt heraus sind, stell dir vor, du wärst jetzt da hier und wir sagen, wir müssen jetzt 3 Nächte hier durchkommen. Was brauchen wir zum Überleben? Oder zum Durchkommen. Mein Überleben tut bald einmal, aber du weißt schon, wie ich meine. Ja? Eine Unterkunft. Und die Unterkunft muss wind- und wasserdicht sein. Sie muss warm sein und sie muss weich sein. Das sind so unsere W-Regeln. Weich, also es muss so komfortabel sein, dass ich zumindest das Auge zumachen kann, weil sonst bringt es auch sehr wenig, weil ich dann nicht leistungsfähig bleibe oder meine Leistungsfähigkeit nicht maximal ausnutze, sagen wir es so. So. Was ist das? Wind- und wasserdicht ist es. Es ist wind- und wasserdicht. Ja, das passt. Abgesehen davon, dass die Nacht andauerndes Rascheln ist, ja, weil es ist immer, wenn sich was das raschelt, die ganze Zeit so, aber gut, es ist nicht warm und weich ist es auch noch nicht. Es ist nur Wind- und Wetterschutz und das ist schon einmal sehr gut, denn du hast diesen, vielleicht kennst du das, Wind- und Wet-Chill, hast du vielleicht schon einmal gehört davon. Windchill, der Wind bläst durch und durch, ich glaube, dass es die Konvektion ist, entzieht es dir Wärme. Ja? Und der Wetchill genauso und das vielleicht doch mit Wind, also das ist schon einmal gut, aber das ist noch immer keine Lösung. Ohne Feuer ist das hier nichts. Oder ohne diese Rettungsdecken, die du dir dann drüber legst, ist das Ganze nichts. Aber das Problem ist, es gibt ja dann noch die Konduktion, also wenn Sachen aufeinander liegen und wenn du jetzt hier am Boden einfach dich drauflegst und kein Bett baust und das muss gut isoliert sein, dann wirst du, auch wenn du oben 100 Rettungsdecken hast, unten einfach auskühlen. Jetzt sagen dann manche, ja, dann lege ich mal die Rettungsdecke unten auf. Ja, aber die isoliert nicht. Da müsste ich jetzt hergehen und Laub hernehmen in die Rettungsdecke. Dann ist es wieder cool. Das heißt, wenn ich wirklich genug Rettungsdecken mit habe, ja, wenn ich wirklich sage, ist mir wurscht, weil ich auf dem Rheini gehört habe und in meinen Rucksack 8 Rettungsdecken gekriegt habe für 2 Personen. Dann gehe ich her und nehme meine Handschuhe natürlich, die ich aus dem Kinderpackerl hernehme und nehme mir zum Beispiel Laub. Laub ist sowieso, also so ein trockenes Laub ist ein perfektes Isolationsmaterial. Also wenn ich mir irgendwas aussuchen kann in unseren Breiten hier, in der gemäßigten Klimazone, denn überall anders kenne ich mich überhaupt nicht aus, dann wäre das Laub und zwar das braune, runtergefallene Laub. Mehr geht, was Besseres gibt es nicht. Und das hole ich mir zum Beispiel schön zusammen, lege mir das rein und gebe es dann in die Rettungsdecke hinein. Ja? Als Unterlage und lege mich da drauf oder setze mich da drauf. Dann ist cool, dann ist gut. Aber jetzt nur die Rettungsdecke auf dem nackerten Boden auflegen, ohne Isolationsschicht mit reinzukriegen, ist einfach nur, ja, schön, weil du ein bisschen die Bodenfeuchte wegkriegst. Aber kalt wird er trotzdem sein. Und noch was, einen letzten Punkt noch.
spare nicht. Wenn du glaubst, du hast genug Material gesammelt, geh und hol noch einmal so viel, sofern es die Zeit zulässt. Das ist ja auch immer wieder so eine Sache. Denn das Laub, das du da jetzt hast, das komprimiert sich zum Beispiel beim Zusammensetzen auf Dauer, wird dann immer weniger und ist trotzdem nicht warm. Das bedeutet, hol so viel Material wie nur irgendwie möglich. Umso mehr Material, umso besser. Denn jetzt werden der eine oder andere sagen, ja, warum verschwendest du dann eine wunderschöne Rettungsdecke für die Unterlage, um das hier so einzuwickeln, wie du das jetzt gemacht hast, Rainer? Aus zwei Gründen. Nummer eins, ich habe doch einen Feuchtigkeitsschutz. Und das zweite ist, das Laub fällt dann nicht so leicht auseinander. Wenn ich das Laub einfach so herlege und mich drauf lege, dann fliegt das mit der Zeit weg, ein bisschen Wind, ein bisschen auf- und niederstehen. Mit dieser Variante hier, die ich da habe, bleibt das genau an Position. Ja? Wir zeigen das bei unseren Überlebenstrainings her. Jetzt mache ich natürlich Eigenwerbung, billigste Eigenwerbung sogar für unsere eigenen Kurse, nein. Aber um das weiterzugeben, ja? Um dieses Wissen weiterzugeben. Um das, auf das kommt es drauf an. Ja? So. Und wenn ich mir jetzt dann dieses Zelt da oben drüber aufbaue, dann ist das cool. Dann ist das wirklich cool. Dann habe ich hier unten eine schöne Isolationswirkung. Ich habe mir hier oben ein Dach gemacht, damit ich zumindest wind- und wetterdicht bin. Und wenn ich noch vor mir ein Feuerchen habe, um ein bisschen Wärme mir zu holen, dann bin ich mit dabei. Also dahingehend muss ich sagen, das ist alles richtig. Die Taschenlampe, ich kenne die Taschenlampe, die hat so eine Zoom-Funktionalität und wenn da Batterie drinnen ist, ist die auch absolut brauchbar und in Ordnung. Ich würde mein Leben nicht auf diese Lampe wetten. Soll heißen, wenn du dir ein Backerl zusammenstellst, dann kauf irgendwas Gescheites. Ja? Kauf ein Surefire zum Beispiel oder ein Phoenix oder ja, fertig. Ja? Oder Nightcore oder sowas, ja, in die Richtung. Aber nicht unbedingt sowas, aber das ist durchaus in Ordnung. Die Pfeife finde ich cool, die ist leicht, die ist aus irgendeinem Aluminium, glaube ich. Die ist wirklich super, das gehört mit dazu, finde ich großartig. Ist ein gutes Teil. Paracord, ein bisschen Schnur mit dabei zu haben, ist kein Fehler, daher ist in Ordnung. Das hier. Ich habe solche Dinge auch. Du kannst damit Feuer schön anblasen, das funktioniert recht gut. Vielleicht ist das auch etwas, um Wasser irgendwo rauszuzuzeln. Also ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber gehört das in ein Survival Kit? Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand eine Idee dazu. Klar, ich kann mein Feuer wirklich schön anfachen, energiesparend, das wären die Argumente dafür, aber überzeugt mich nicht, aber wer will, der soll. Die hier sind großartig, also das finde ich ist eine super Sache, wenn sie denn auch funktionieren. Wann laufen denn die ab? Da steht gar nicht drauf, vielleicht sind sie schon abgelaufen, denn wenn die zu lange gelagert werden, irgendwann funktionieren die nicht mehr. Aber solche Knicklichter, beziehungsweise ich habe auch oben beim Iklicken oder hier am Kanal suchen, einmal ein Knicklicht vorgestellt, das mit Batterien funktioniert. Auch das ist super. Also das bringt wirklich was. Das finde ich gut, das ist in Ordnung. Erste Hilfeset schauen wir uns am Schluss an und dann die größte, naja, die größte nicht, weil das ist diese Hammer-Axt-Funktion. Also das ist wirklich, das ist das Tiefste, was man machen kann. Dann das beliebte, kauft da eine Survival-Drahtsäge. Die Survival-Drahtsäge. Ja, die zeige ich dann auch. Ja? Die zeige ich dann auch. Ich hoffe, ich verletze mich dann nicht, weil sonst würde ich das hier brauchen und dem traue ich noch nicht. Aber das hier ist Mist. Und zwar ist es so, bei den ganzen Demonstrationen oder Produktvideos der Firmen, die solche Kits anbieten, da kommt dann irgendjemand daher, der sagt, yeah, komm, und da so eine Säge, der nimmt dann da auch noch ein Holz mit dazu. Und da schau, wie cool sich das einsägt. Aber naja, das ist eine Fichte, die ist extrem harzig übrigens, weil die ist tot, aber die ist wirklich tot. Wie gesagt, ich bin hier im Waldurlaub, ich darf das hier im Bushcraft-Areal, aber dann sägen die, yeah, komm, eine coole Säge, yeah, schau, wie super das ist, yeah. Und dann hört er in der Mitte auf, weil ab dem Zeitpunkt, wo es nämlich hakt und es wird haken, hört er auf. Das hier ist keine wirkliche Säge, die so benutzt werden kann. Die verkantet sich und du machst dir die Säge kaputt. Ich habe mir sagen lassen, dass das eigentlich eine Knochensäge ist und dass irgendein SAS-Typ, ich weiß es nicht mehr, was der Lofty oder ich weiß es nicht, hat die Säge hier in die ganzen Survival-Kits auch reingebracht. Denn er hat gesagt, ja, Säge und eben auch als irgendjemanden überfallen und so weiter oder Hinterhalt, Spezialeinheiten und so weiter. Mag alles sein, das ist nicht mein Thema, da kann ich da nichts sagen dazu. Ich will dem nicht absprechen, weil der hat mehr Erfahrung und mehr durchgemacht als ich. Ich kann aber auch etwas sagen. Wenn ich die Säge nicht so
benutze, wird sie verkanten. Das weiß, da brauche ich kein Spezialsoldat sein, ja, in einer Spezialeinheit. Ja, das geht einfach nicht. Und da kannst du Kraft haben, was du willst. Ja. Du reißt einfach nur die Säge ab. So. Das heißt, wenn wir die schon einsetzen, diese angebliche Knochensäge, dann muss das anders sein. Und zwar, indem wir sie wie eine klassische Säge einsetzen können. Dass dieser Teil hier gespannt ist. Ja? Hier einkennt, könnte man auch noch schön was schnitzen oder was tun. Und dann ist es cool. Zumindest eine Zeit lang. Warum eine Zeit lang? Warum nur eine Zeit lang? Naja, die wird relativ rasch, arbeitet sich die ab. Ja? Aber natürlich funktioniert das. So. Kann man jetzt dann auch hier. Also es wäre am besten, wenn du sie in einem frischen, ich habe jetzt hier keinen frischen Ast, weil ich im Hochwald bin, auch etwas für all die ganzen Survival-Experten. Wo findest du hier in einem Hochwald Reisig? Von oben. Und wo findest du grüne Blätter? Das ist eine Frage, ja? Wenn du die beantworten kannst, dann melde dich bei mir. Übrigens, vielleicht interessierst du dich ja für eine Survival-Ausbildung bei mir, dann gebe ich dir natürlich auch unten den Link, weil ich bin auch ein Geschäftsmann, ja, das ist einfach so. Ja. Nein, aber ernsthaft, natürlich funktioniert das jetzt hier, besonders wenn dann zwei arbeiten von beiden Seiten. Also das geht. Geht wirklich. Die Frage ist halt nur, ob das wirklich effizient ist. Ja. Meiner Meinung nach nein, aber wer so etwas unbedingt dabei haben will, soll es dabei haben. Aber ich zeige es dir jetzt schon einmal. Du siehst jetzt, wenn du etwas harziges Holz damit sägen musst und vielleicht hast du nichts anderes, verklebt das innerhalb kürzester Zeit. Und funktioniert nicht mehr. Also meiner Meinung nach, ja, nicht unbedingt notwendig. Aber wenn du eine Idee hast, was man mit dem sonst noch tun kann, dann schreib gerne einen Kommentar, ich lese die nämlich. Und dann mache ich gerne mal ein Video drüber und revidiere meine Meinung. Tu mal weiter. Das erste Hilfeset. Was ist denn drin? Ich habe noch nicht reingeschaut. Aha. Eine Pinzette. Ja, grundsätzlich die Idee gut. Wattestäbchen, wer will sich nicht die Ohren putzen? Draußen, damit man nicht so dreckig umeinander. Oder ein Ravuzer, der so tief in der Nase hängt, dass er nicht rausgeht. Kein Problem, ich werde überleben. Ich habe meine Wattestäbchen mit dabei. Vielleicht gibt es irgendeine andere Idee dafür. Dann Sicherheitsnadeln, die sind cool, die kann man für viele Sachen brauchen. Eine Schere. Ist er verliebt, schaut er das an. Eine Schere. Dann so ein. Dingsbums, wie heißen die? Leukoplast, ist die Firma natürlich, aber sowas in die Richtung. Dann die hier, ja, ist okay, ja, passt. Merkt man gleich beim Angreifen, dass das nicht die größte Qualität ist. Hey, aber ich habe gleich noch einmal Sicherheitsnadeln. Also mein Sicherheitsnadelmangel, den ich daheim habe, der ist jetzt gelöst, weil in diesem Paket sind so viele dabei. Da kann ich aus den Vollen schöpfen. Dann, ja, das da. Wie gesagt, was ist das? Das muss man dann noch anschauen. Die Wattestäbchen, also die finde ich total super. Die Pinzette, ja, ich weiß nicht genau. Also eine Zecke oder einen Splitter damit rausziehen, schwierig. Ein Dreieckstuch, unbedingt ganz wichtig. Dreieckstücher sind super. Die sind so multifunktional, also Dreieckstuch. Meine ich jetzt sehr, das ist kein Sarkasmus jetzt hier oder Ironie. Echt, Dreieckstuch ist super. Und dann, was haben wir noch? Diese Alkopads, die sind cool. Die könnte man auch als Brandverstärker beim Feuer machen. Wenn es wirklich unangenehm ist und man kein Harz zur Verfügung hat, kann man das benutzen. Brennt halt nur kurz auf, aber ist natürlich auf jeden Fall eine Lösung. Das werft man jetzt nicht auf den Boden, wobei dreckig ist es hier ja nicht. Es ist so trocken momentan, dass ich beim Feuer machen aufpassen muss. Und das tun wir natürlich auch. Und dann halt das gute alte, wie heißt das? Pflaster oder wie auch immer man das nennt. Da hat mir irgendjemand einmal einen Kommentar geschrieben, wie das richtig heißt. Ich sag halt Pflaster, ich bin ein nur interessierter Laie. So, aber das da interessiert mich jetzt schon. Da ist ein Gummiringel drauf. Was ist denn das? Was ist das? Ist das so ein, was dann hält? Na, oder ist das zum Abbinden gedacht vielleicht? Könnte das sein, dass man jetzt sagt, okay, man hat eine Wunde und legt das da jetzt auf und dann nimmt man das da. Das ist auch ein Schafsnabe, dass das. Hat irgendwer da draußen bitte eine Idee, was das ist? Ja, ein Slingshot machen! Damit kann ich mir meine
einen neuen Slingshot machen und dann, statt den Fisch aus dem Wasser zu holen mit dem Klumpert, mache ich meinen Slingshot und schieße meinen Eichkastel und, oh ja, yeah, Eichkastel, und dann schneide ich es mit dem Serrated Klinge auf und grill's mir mit dem Bear Grylls Feuerstahl in meiner Plastikunterkunft. Nein, aber ernsthaft, was ist das? Wofür ist das da? Ich bin offen und wenn du sagst, du hast eine Idee, dann schreib mir gerne einen Kommentar. So, also erste Hilfe-Set, ja, von mir aus. Ich meine, ich würde dir ohnehin empfehlen, wir reden bei Survival-Ausrüstung, Sägenmesser, Feuerstähle, alles cool, aber weißt du, was meistens vergessen wird, nämlich genau das hier. Richte dir so oder so ein schönes Erste-Hilfe-Set zusammen, das du draußen mit dabei haben kannst, entweder als Everyday-Carry, genauso wie eben im Wanderrucksack oder im Bug-Out-Bag oder wie auch immer du das nennen magst. Sowas ist Standardausrüstung, denn das sind die wirklichen Überlebenssituationen, dass dir ein Bär angreift und dir den Kopf abreißen willst und du ihn mit einer selbst gebastelten Armbrust zusammenschießt. Das ja, mag sein, aber Erste-Hilfe-Situationen, da ist der Kontrollverlust und da wird es dann auch richtig grausig, wenn es du selber bist, gut, ja, aber was ist, wenn es wer anderes ist, jemand, der dir wirklich wichtig ist, und meistens bist du ja mit Leuten unterwegs, die dir etwas bedeuten, Familie, Freunde, und dann passiert was und du bist nicht vernünftig ausgerüstet, das sind die wahren Überlebenssituationen und für das brauchst du eine Lösung, vielleicht ein bisschen bessere als die. Und dann schauen wir uns noch die letzten Gegenstände an. Die lustigen Chinesen haben das hier beigelegt, da kann man PET-Flasche am Gürtel anmachen, aber die Flasche fehlt. Und weil sie gedacht haben, eine Flasche ist irgendwie kompliziert da reinzugeben, geben wir halt die Halterung für eine Flasche mit rein, um zu symbolisieren, du brauchst eine Flasche. Ja gut. Dann diese zwei Karabiner, ich kann das nicht beurteilen, es steht eh drauf, not for climbing, das glaube ich auch. Karabiner kann man durchaus einmal brauchen, warum nicht? Finde ich okay, das eigentlich mit einem Überlebenskit immer mitzuzahlen, wie man in Österreich sagt, also mitzunehmen, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, aber sei es drum. Keine Sorge, ich hebe das alles auf, keine Sorge. Aber dann jetzt hier, ich habe jetzt hier ein Set, und zwar, da ist so eine Krabbe, so als Twister sozusagen, ja, dann habe ich hier, ja, auch so wie ein Wurm, ja, dann Haken? Wo sind die Haken? Also es ist so, ich war vor kurzem wieder einmal seit langer, langer Zeit fischen und beste Grüße an den Stefan, an den Gerhard, an den Sebastian. Ich war nämlich mit meinem Sohn, den Tobias, mit richtigen Fischern, das sind also echte Fischer. Die haben alles. Die kommen mit die Koffer, da ist alles drin, auf jede Situation den richtigen Köder und einen Haken und einen Verschluss und bla. Und was haben wir gefangen? Ein bisschen war es aber nicht so, dass ich sage, boah, und das war Fischteich, ja? Und jetzt stelle ich mir gerade die Überlebenssituation hier raus im Wald vor, und ich muss mit dem Set was fangen. Setverschwendung. So, was ist das eigentlich? Okay, nein, ich nehme es zurück, da ist doch ein Haken dabei, ich habe den von außen nicht gesehen, aber da sind jetzt Haken dabei. Und da könnte man sagen, damit du dir eben, also der wird da so nicht reinpassen, ne? Das glaube ich nicht, dass der da reinpasst, oder? So, naja, auf jeden Fall mutmaßlich, dass das auch gleich der Köder sein soll, den man da irgendwie raufgibt. Und der Fisch kommt, riecht einmal den chinesischen Plastikgeruch und sagt, das ist nicht von da. Das riecht irgendwie nach Asien. Und weg ist er. Dann kommt der andere Fisch, der gerade einen Hunger hat. Ja, ist okay. Und frisst. Vielleicht. Aber gut, man könnte mal Regenwürmer benutzen, gibt es Regenwürmer hier raus, aber gut, da haben sie uns das ja mitgeliefert, stört ja nicht. Der Haken, ich meine, wie gesagt, ich bin kein Profi-Angler, echt nicht, wirklich nicht, ganz und gar nicht, aber wie groß muss das Viech sein, dass ich da drauf kriege? Also das ist kein kleines Fischerl mehr. Ja? Und wie viel Schnur habe ich? Jetzt ist mir das Blei runtergefallen. Ach, das tut mir jetzt leid, das Blei werde ich nicht mehr finden. Das Blei werde ich hier nicht mehr finden jetzt, das tut mir jetzt leid, das ist wirklich blöd. Aber wie viel Schnur wird das sein? Wie kriege ich die da raus? Da kann ich so eine Stipprute benutzen. Ne? Dass ich ein bisschen vom Ufer weg das reinhalte und hoffe, dass irgendein kleines Fischerl kommt und anbeißt. Auf den Haken, auf die chinesische Gummigarnele, die wie gestinkt übrigens. Dann hier das da. Da könnte ich mir vorstellen, dass das wie ein Twister funktionieren könnte und man das da reinsteckt und dadurch der Haken unten rausschaut. Aber das müsste ja dann Spinnfischen sein.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich bin aber nicht der Experte. Wenn du da mehr dazu weißt, bitte schreib mal gerne einen Kommentar. Dann eben ein Blei mit dabei. Und diese Dinger da, soll das ein Schwimmer sein? Also so ein Bissanzeiger? Keine Ahnung. Also ich sag da eines. Ich bin einmal kein Profi-Angler. Das will ich nicht von mir behaupten, überhaupt nicht. Aber so ein bisschen ein Gefühl habe ich ganz einfach. Wenn du mit dem hier in einer Notsituation, in einem irgendeinem fremden Gewässer, in dem du unterwegs bist, einen Fisch fängst, dann wünsche ich dir guten Appetit. Ich glaube nur, dass die Chance... Warte mal kurz. Hey, da ist er aus. Aha. Es ist nur so lang. Und das andere ist eine Schnur und das muss ich mal zusammen. Ah, und dadurch gibt es da dieses Vorfach, oder? Nennt man das? Das heißt, ich baue mir da ein Vorfach. Ah, genau. Ich habe da das Vorfach, das bin ich, das ist der nächste Blei runtergefallen. Ich werde das suchen, ich werde das wirklich suchen, weil das nervt mich jetzt, ja? Ah, okay. Ja, ist trotzdem ein Schatz, ist trotzdem ein Schatz. Wenn du mit dem hier wirklich einen Fisch fängst, dann wünsche ich dir guten Appetit. Wirklich, guten Appetit. Aber kümmere dich vorher um die Sachen, die wirklich wichtig sind, denn... First things first, wie man sagt, ja, die Amerikaner oder die Engländer. Also first things first, die Dinge, die dich zuerst umbringen, brauchen zuerst eine Lösung. Und was wird dich als erster umbringen? Sicherlich nicht der Hunger. Ich sowieso nicht, ja, ich habe genügend Fettreserven mit. Sicher nicht der Hunger, aber es wird die Kälte sein und es wird das sichere Wasser sein. Das sind die Dinge. Und für sicheres Wasser haben uns unsere chinesischen Freunde in unserem dem besten Survival-Kit aller Zeiten auf Amazon nichts mitgeliefert. Weil das ganze Zeug, das wir da jetzt im Einsatz haben und benutzt haben, stell das selber zusammen. Ja, ich meine, natürlich mache ich jetzt Werbung für mich und meinen Kurs, aber es gibt viele andere Leute, die noch mehr können und noch besser Bescheid wissen. Es gibt so viele Kurse, die du benutzen kannst, so viele Bücher, die du von Experten dir holen kannst und lies dich ein in die Materie oder lass dir in einem Kurs zeigen, worauf es wirklich ankommt und stell dir dann ein Survival-Kit zusammen, das wirklich funktioniert. Weil wie gesagt, Wasser, was haben wir hier jetzt bei Wasser? Ja klar, ich könnte die Rettungsdecke als Wasserbehälter nehmen, aber wie nix, gar nichts. Aber deppert fischen. Ja. Die Dinge, die dich zuerst umbringen, brauchen zuerst eine Lösung. Und über das gilt es nachzudenken. Ich hoffe, ich konnte da irgendwie helfen, dass ein Plastiksackerl zwar cool ist, aber es bessere Lösungen gibt. Ich gebe dir natürlich den Link zu all meinen Produkten, zu meinen Messern, zu meinen Büchern, zu meinen Kursen, sowieso und überhaupt. Und wenn du mal gerne einen Kommentar schreiben willst, würde ich mich freuen. Und ein Abo dalassen, dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.